Filmemacher sind meistens stolz auf ihre Filme. Sie geben gerne Interviews dazu und kommen auf Premieren. Aber in diesem Fall ist das nicht so. Ein deutscher Journalist, der sich Thomas Kuban nennt, aber in Wirklichkeit gar nicht so heißt, hat jahrelang bei Neonazi-Konzerten in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz gefilmt, undercover, weil Journalisten oder Kameraleute in der Neonazi-Szene gar nicht gern gesehen sind. Blut muss fließen, heißt der Film, der so entstanden ist. Beim Politikfilmfestival in Innsbruck hatte er jetzt Österreich-Premiere. Die rechte Hand zum Hitlergruß gestreckt, aus voller Kehle die Hymne auf Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess gekrönt. So geht es bei Neonazi-Konzerten zu. Heimlich gefilmt wurden diese Konzerte jahrelang von Thomas Kuban. Er lebt mittlerweile schon seit Jahren als Verkleidungskünstler. Da gibt es das Outfit für die Konzertbesuche und seine bürgerliche Verkleidung, die an Heino erinnert. Nicht einmal sein engstes Umfeld weiß, was er tut. Rund 50 Neonazi-Konzerte hat Kuban heimlich mitgefilmt. Was man dort zu sehen bekommt, ist allesamt nach dem Verbotsgesetz in Österreich strafbar. Der Dokumentarfilmer Peter Ohlendorf hat aus den mit versteckter Kamera gedrehten Aufnahmen einen Kinofilm gemacht. Also Texte wie Blut muss fließen, Knüppelhagel dick, wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Das ist sowas wie eine Evergreen, wenn man das denn so sagen will, in der Neonazi-Konzertszene. Es geht darum, Menschen, die anders sind, Juden, Ausländer, Schwule, Kommunisten, die einfach nicht mehr in unserer Gesellschaft zu akzeptieren, auszuschließen. Und zwar, das ist das ganz klare Programm, mit Gewalt. Die Bands tragen Namen wie Kraftschlag oder Neue Werte. Sie ziehen ein vorwiegend junges Publikum an. Dass jemand zufällig in diese Szene hineinstolpert, ist eher auszuschließen. In diese Konzerte, die wir in dem Film zeigen, stolpert man nicht hinein. Da muss man im Internet unterwegs sein und dann ist es ja so eine Art Schnitzeljagd über Checkpoints hinweg, bis man dann wirklich am Konzertort landet. Diese Konzerte sind strafrechtlich höchst relevant und deswegen versuchen die Neonazis natürlich, sie dort abzufeiern, wo man möglichst nicht hinkommt, sprich die Öffentlichkeit, auch die Polizei, die leider Gottes viel zu oft nicht den Weg dahin findet. Und wenn dann die Polizei einmal doch Wind bekommt, heißt das noch lange nicht, dass sie auch einschreitet. Das zeigen diese Bilder von einem Neonazi-Konzert in Mitterding in Oberösterreich im Jahr 2006. Da werden sogar Hände geschüttelt. Auch das, was nach dem Abgang der Polizisten beim Konzert passiert, hat zu keinen gerichtlichen Verurteilungen geführt. Mit seinem Film will der Regisseur eine breite Öffentlichkeit aufrütteln. Nazis treten ja gerne als die Guten auf, die gar nicht so sind, wie ihr Image immer ist. Und hier wird ihnen in diesem Film, in diesen Bildern, die Maske vom Gesicht gerissen. Und das hat sie natürlich von Anfang an gestört. Und deswegen ist Thomas Kuban hochgefährdet. Der Undercover-Journalist Thomas Kuban attestiert dem Verfassungsschutz in Österreich, seit den Vorfällen im Innviertel die Szene besser im Blick zu haben. Und so seien ihm schon länger keine größeren Neonazi-Konzerte mehr in Österreich bekannt.